Bevor wir starten, guter Beginn. Ja, etwas verspätet, steht aber ja extra drin, ab und zu kann es mal ein bisschen später werden. Ich bin gerade noch dabei, den Rock Alley fertig einzurichten. Und ich gucke gerade nebenbei auf dem Rock Alley in Twitch Stream von Lucy. Und also einwandfrei. Absolut fantastisch. Super. Bei uns geht es aber weiter mit Midnight Suns. Ja, Hunter ist von den Toten auferstanden. Soll gegen Lilith kämpfen. Ja. Wir haben jetzt schon ein paar Fähigkeiten erlernt, sind im Level aufgestiegen, haben Ghost Rider mit ins Boot genommen als neuesten Helden. Ja, und jetzt gucken wir mal. Und im Hintergrund wird auf dem Rock Alley jetzt gerade auch noch Final Fantasy 14 fertig installiert. Deswegen werde ich da mal immer ein bisschen gucken. Ja, ich verstehe jetzt nicht allerdings, warum er das langsame Internet hat. Ja, ach so, ja. Mal eben gucken. Jetzt fehlt mir jetzt komischerweise nicht die anderen auf. Ach, ist ja wieder herrlich. Auf dem anderen zieht er nämlich mit vollen, ja, mit der normalen Geschwindigkeit auch. Und ich habe halt ein 5G und ein normales. Mehr WLAN-Einstellungen. Ach, da sind sie verfügbar. Ja. So, dann machen wir mal. Das verstehe ich immer nicht, warum man nur bei dem einen bleiben möchte. Ja, da ist es. So. Ich muss mich natürlich immer wieder neu einloggen. Das ist natürlich ein bisschen doof. Upsala, mach mal das Vico etwas weg. Aber das lässt sich nun mal nicht vermeiden. Weil Final Fantasy 14 auf dem PC leider das Passwort nicht abspeichert. Ist auch ganz gut so. Passiert ja viel zu viel Schmarrn mit. So, mal gucken. Ja, das sieht schon ein bisschen anders aus. Jetzt lädt er auch mit 60, 70 MB. Und also der Speedtest hatte bei dem Gerät 500 MB im, über 500 MB im Download. Und ja, der Upload ist bei mir bei 50 MB vorbei. Das hat er aber voll geschafft. Also das ist schon ordentlich. So, dann gucken wir mal auf den Stream weiter. So. So, im Hintergrund kann man ab und zu mal ja ein bisschen was von dem Stream hören. Das geht aber nur darum, falls eine Frage noch mal aufkommt zu dem Rock Alley. So, erstmal einen Kaffee. Gibt ja nichts Besseres, als um 20 nach 10 abends einen Kaffee zu trinken. Finde ich jedenfalls. So. So, jetzt sollen wir halt. Hier ist jetzt Ghost Rider. Wie man sieht, also Blade haben wir, Doctor Strange, Iron Man, Nico und halt Magic.
Ja. Bei Ghost Rider handelt es sich allerdings um nicht um Johnny Blaze. Grüße. Schneller, wenn ich fliege. Was hält dich auf? Ja, um 5 muss ich nicht ganz raus, aber um 8. Wobei ich heute Morgen halt auch nicht so gut schlafen konnte. Also das war mehr recht als schlecht. Wir schicken dich direkt an die Koordinaten, die Captain Marvel in New York identifiziert hat. Dr. Banner hat bestätigt, dass die Gamma-Signatur... Nutze den Hydra-Helikopter außer Gefecht, bevor abheben kann, richte einen in den Helikopter, um ihn vor Ablauf der Zeit außer Gefecht zu setzen. Okay, dann machen wir das. Nochmal gucken. Ja. Das sieht ganz gut aus. 50 Minuten für 100 Gig knapp. 8 Uhr. Ja. Nee, ich habe meinen ganzen Urlaub leider Gottes schon verballert. Wollte ja eigentlich meinen Motorradführerschein machen, aber das kam alles anders als gedacht. Ist ja meistens so. Und aber dafür habe ich jetzt alle 2 Wochen immer nur 4 Tage Woche. Das ist dann auch ganz angenehm. Ne? Ihr mischt euch weiter ein und bringt uns wieder in Zugzwang. Na klasse. Faustus hat ein Funkgerät. Was auch immer Hydra mit diesem Heli wegschaffen will, sollte unser Ziel sein. Stoppen wir den Heli und sehen nach. Ja, nee, ich habe also komplett aufgehört aus Sicherheitsgründen. Ich hatte in der Fahrschule einen Vorfall, wo ich gesagt habe, was ist denn das für ein Fahrlehrer? Also ich auf dem Motorrad rechts und neben mir eine andere Fahrschule im Auto. Und dann gibt die Fahrschule links von mir mit einmal Gas. Und irgendwie wollte er sich von Spaß erlauben und hat seinem Fahrschüler gesagt, er soll mich einfach rechts schneiden. Und ja, wenn du dann relativ frisch bist und musst dann voll in die Eisen gehen, war nicht so lustig. Fand ich also nicht unbedingt jetzt so toll und prickelnd. Ich bin beeindruckt. Aber Urlaub ist immer gut, jetzt vor allen Dingen, wo das Wetter schön wird. Das ist doch angenehm. Nee, also bei mir waren es halt nur 2000 Euro für die Theorie, für die ersten Fahrstunden und natürlich für die Ausrüstung. Also da hatte ich schon von Anfang an gleich gesagt, ich kaufe was Vernünftiges. Ja. Und passiert halt. Ja. Glücklicherweise sind die Klamotten noch nicht so auf, dass ich sie nicht noch weitergeben kann. Also ich habe jetzt einen Teil glücklicherweise verkaufen können. Und das ging dann schon. Ist zwar immer noch viel Geld verloren, aber ja. Was soll's. Ja, es geht. Also ich habe die Handschuhe. Für die Handschuhe hatte ich für 3 Paar ja gut 200 Euro bezahlt. Da habe ich 80 Euro noch bekommen. Die Hose hat 400 gekostet, da habe ich immerhin noch 150 bekommen. Jetzt fehlt noch die Motorradjacke und die Stiefel. Also es ist halt echt wenig. Also ich glaube so ja, 35-40% vom Neupreis. Weil jetzt ist Sommersaison, alle verkaufen ihre Klamotten. Und die Jacke, ich habe mir halt eine schwere Lederjacke geholt. Ja, die kauft halt nicht jeder. Ne? Das ist das immer.
Ja, das klingt nix. Interessant. Ja. Ja, also. Und vor allen Dingen, ich bin vor gut 30 Jahren, das letzte Mal Motorrad bin ich unterwegs gewesen. Und das auch nur ein paar hundert Meter. Nie drauf gesessen. Und ja, und jetzt fing es halt an auch, okay, jetzt wird man auch langsam ein bisschen sicherer, kommt rein. Auch jetzt mal wegen langsames Abbiegen und so weiter. Und aber, ne. Ihr wisst nicht, also, was ihr her seid. Der Gamma-Disruptor, dem ihr bei unserer letzten Begegnung nur knapp entkommen seid, war erst der Anfang. Zeig dich, Faustus. Dann öffne ich nicht nur deine Augen. Dieser Kampfgeist. Du bist wirklich das Kind deiner Mutter, Hunter. Nee, ich habe überlegt, also wenn mich der Hafer sticht, ich kann immerhin einen Trike fahren, ja, dann hole ich mir halt einen Trike. Ist auch nicht jetzt zwar der Hit, aber ach. Ja. Ja. Ja, mich kann das ärgern hier. In der Nähe hatte jemand. Das ist. Er ist schon ein bisschen älter. Jetzt fährt er nur noch irgendwie eine 125 oder was. Der hatte einen Spezialumbau von Harley gehabt. Richtig cool. Also ein altes Polizeimotorrad von Harley und hat das zu einem Trike umbauen lassen. Weil der konnte irgendwie mit seinen Beinen irgendwas nicht. Schon ewig her. Und. Ja, das war richtig cool, das Teil. Hat aber dann zwischenzeitlich leider schon verkauft. Das war richtig schick, ne? So, was haben wir denn jetzt hier? Ja, auf jeden Fall. Vor allem das Ding sah immer aus, als wenn du hinten eine riesige Kühlbox drin hattest. Also das sah nicht so typisch wie ein Trike aus. Und dann auch ganz, also Hochglanz schwarz, ein bisschen weiß. Hatte natürlich echt Stil, das Ding. Ja, also war schon nice, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht. Müssen wir eben kurz gucken. Gucken wir mal eben. Es hat uns gerade noch gefehlt, dass dieser aufgeblasene Lackaffe heute gewinnt. Los, schalt den Heli aus. Mit Vergnügen. So, da ist das. Ach, Mensch. Ich dachte, ich hätte das schon gemacht. Okay, dann kommt das jetzt. Tudup. So. Ganz vergessen. So.
So, wer ist denn jetzt als nächstes dran? Ach, Idiot. So. Das hast du dir verdient. Ja, ey, jawohl. Hoffentlich schaffe ich das jetzt noch. Oh nein. Was ist denn jetzt los hier? Dann kommt hier nichts mehr. Ja, ich wollte gerade sagen, wie der hier aus ist. Nee, läuft alles noch. Ja, ist auf jeden Fall, vor allen Dingen, ja, bei dem Ding. Du hast zum einen die Fähigkeiten, die du beachten musst. Du hast zu allem die Karten, die du beachten musst, was die ausspielen können. Du musst im Hinterkopf behalten, also man sieht das jetzt hier nicht, wie viele Aktionen du machen kannst. Dann hast du noch so eine, rechts sieht man das so ein bisschen, das nennt sich Heldenmut, was du sammeln kannst, damit du die Aktion noch machen kannst. Und halt natürlich das Zusammensetzen des Teams. Also zum Beispiel sie hier, also hier vorne, das ist ja der Hauptcharakter. Und die ist dann halt für Heilung zuständig. Und jetzt hat er zum Beispiel hier Ghost Rider, kann jetzt jemanden ja beliebig zurückschleudern. Muss man immer gucken, welcher da sich am besten eignet. Die meisten Leute, die dann auch. Ja, dann nimmt man nämlich mal den hier. Nee, der bringt nicht so viel. Aber der. Weil wir wollen ja den Heli zerstören. Na, das war ja was. So. Ja, das ist natürlich wieder blöd. Und da kann man halt auch mal Karten austauschen. Na, mal gucken. Kein Problem. Bei allen Karten bin ich auch noch nicht firm. Jetzt stecken sie wirklich in Schwierigkeiten. Ja, genau, genau. So, und jetzt hat man halt, sieht man ja, da zum Beispiel fügen alle Gegner in einer Linie Schaden zu. Da kannst du dir also wirklich dann, wenn sie da hinten stehen, so eine Karte hebt man eigentlich fast immer bis zum Schluss auf. Verkettung auch, kann man dann halt mehreren gleichzeitig Schaden zufügen. Den haben wir sogar zweimal, also der haut schon ordentlich raus. Und dann halt am Schluss. Ja. Der Hubschrauber ist am Boden. Sehr gut. Jetzt müssen wir die restlichen Hydra-Truppen beseitigen. Ja. Und man hat halt auch noch den Vorteil, nach einer erfolgreichen Aktion, okay, ich kann jetzt zwar nicht, aber du kannst halt deinen Charakter noch bewegen, eine taktische Position. Und kannst ihn natürlich dementsprechend ausrichten. Darfst du aber auch nicht aus die Gegner aus den Augen lassen. Die haben ja immer so ein Symbol über dem Kopf. Und das steht dann dafür, welchen sie als nächstes angreifen.
Na, also hier zum Beispiel hier, er greift jetzt als nächstes Captain Marvel an. Er auch, der den Ghost Rider. So, und jetzt machen wir das natürlich ganz geschickt. Jetzt nehmen wir Captain Marvel. Setzen wir erstmal hier hin. So. Und dann alle wegmassiert. So, und jetzt habe ich halt keine mehr da. Ich kann aber... Nee, ich kann keine Aktion mehr machen. Nicht genug Heldenmut vorhanden? Ja, okay. Kann ich noch irgendwo hinnehmen? Ja. Aber da passiert auch nichts mehr. So. Der schaltet jetzt erstmal den aus. Wenn man sowas hat, diese Verkettung, dann kann man halt einen auch mehrfach angreifen. Also der hätte theoretisch auch mal wegen 2 oder 3 Ziele und haut dann da gleich drauf. Ihr werdet nie begreifen, wie viele Köpfe die Hydra hat. Helden. Das ist höchstens ein kleiner Rückschlag. Naja, zumindest müssen wir dir heute nicht mehr zuhören. Das allein werte ich als Sieg. Haben wir das ganz cool gemacht. Gut gemacht. Falls Hydra vorher nicht aufgepasst hat, tun sie es jetzt. Wachsam bleiben. Aber ich bin mal gleich gespannt. Dauert noch so 30 Minuten ungefähr, dann ist 14 fertig. Lass dich drauf. Auf dem Ellie. Da bin ich echt mal gespannt, wie es drauf aussieht. Habe ich natürlich auch vorher nicht mitgedacht. Muss ich ja unbedingt Zeitkarte kaufen. Ich hätte natürlich auch die freie Version spielen können, aber naja. Muss ich eh holen, von daher. Was haben wir denn Schönes? Missionsbelohnungen hängen vom Heldenlevel ab. Wenn hinter einem Kampf ein Level aufsteigt, werden die Belohnungen für zukünftige Missionen gesteigert. Das muss auch nicht jeden einzelnen Helden verbessern. Wenn Hunter in der Stufe aufsteigt, geht auch das Level von schwächeren Helden nach oben, damit sie nicht so weit zurückfallen. Für einen Schwierigkeitsgrad steigen alle schneller im Level auf. Ja, okay. Ist dir kalt, Magic? Yep. Könnte man sagen, 14 online, ja. Ich starre in den Nachthimmel und versuche, darauf zu kommen. Worauf zu kommen? Du bist scharfsinnig, Hunter. Hat er jetzt gut 2 Wochen mal Pause gemacht. Seitdem ich mit dem Stream mache. Ja, ich spiele schon. Also seit es das auf der PS4 gibt, spiele ich's. Und ja, hab jetzt, keine Ahnung, ein paar tausend. Keine Ahnung, 7, 8, 9, 10.000 Spielstunden bei 14. Du versuchst herauszufinden, wie du Wanda zurückholen kannst. Na dran, Hunter. Aber nein. Etwas viel Düstereres hat meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Schwärzer? Als ich das transdimensionale Tor für dich aufgehalten habe, habe ich gespürt, dass bei den Docks etwas bei dir war. Etwas Dunkles. Vertrautes. Ja. Ja, das ist halt bei mir genauso. Ich habe jetzt gesehen. Ich sagte gespürt. Aber das war deswegen habe ich mir den Ellie auch geholt. Wenn ich jetzt, klar, ich könnte auch auf Arbeit spielen. Da stehen 80 Rechner rum, da brauche ich keine eigenen. Aber so, wenn ich dann da stehe an der Info, da kann ich den halt mitnehmen, mach meine Gehilfen und dann ist das gut. Und wenn man als Kind nur Finsternis und Verzweiflung kannte, ist das warme, wohlige Gefühl der Vertrautheit kein Wahnsinn. Und ich habe es ja auf der PS4, ich habe es auf der PS5, ich habe es auf dem PC.
Und ich wollte es eigentlich auf der Konsole weiterspielen. Aber irgendwie ist komischerweise im Vergleich zur PS4-Variante die Maustastatureingabe auf der PS5 schlechter. Also speziell die Zeitverzögerung bei der Maus. Ich möchte jetzt mit meinen Gedanken allein sein, Hunter. Ich muss noch viel da ist komischerweise, als Tastatur reagiert super, aber die Maus bleibt halt ruckelig. Egal, wie du es einstellst, auch wenn du eine Systemeinstellung von der PS5 sagst, schnelle Maus, funktioniert nicht. Ich hatte mir extra auch einen Monitor angeschafft mit KVM-Switch, der da drin ist, aber nee, wollte er nicht. Ja, habe ich gesagt, okay, dann spiele ich es halt auf dem PC weiter. Ist auch nicht so schlimm. Ging mir halt eigentlich nur um den Strom, aber... Da ist schon wieder in ihrem Zimmer hier. So, was soll ich denn hier machen? Karte. Karte habe ich keine Lust. Im Gemeinschaftsraum. Wo war jetzt der Gemeinschaftsraum? Irgendwo hier. Nee. Oder doch hier. Ja. Klar, steh schon da. Jemanden, den man gerade erst ausgegraben hat, siehst du ziemlich frisch aus. Ich sollte trainieren. Ja. Musst du etwa los? Auch da die High-End-Grafik im Hintergrund, wie man sieht. Du bist angespannter als ein Pferd vor einer Kutsche. Das heißt was? Wenn du dich dem Wind nicht beugst, brichst du. Gutes Argument. Klingt wie die östlichen Philosophien und die Wellness-Blocks, die östliche Philosophien klauen. Was ist ein Wellness-Block? Vergiss es. Ich werde versuchen, im Jetzt zu leben. Sind wir dann fertig? Blade. Komm, das war ein Scherz. Das war okay. Na, ich hatte letztens jemanden, der hat ein Steam Deck bei gehabt. Ja, aber das Rock Alley gefällt mir halt ein bisschen besser. Vor allem, weil es so von den Farben her super zur PS5 passt. Eigentlich ist es. Ich sag mal, so ein Spielzeug, was man wirklich nicht braucht. Auf der anderen Seite ist wirklich coole Sache. Das macht das ja so interessant. Wir haben die Abteil von unserer... Ach ja, ja, bla bla, nach Salem. Interessiert kein Menschen. Schön zu sehen, dass du dich langsam an die Worte der Macht gewöhnst, Hunter. Ja. Solltest du unsere kleine Untersuchung der Abtei fortsetzen? Na, ich habe das bei mir. Hier am Schreibtisch steht eine PS5. Untersuchung? Ungefähr 3 Meter hinter mir. Am Fernseher steht die nächste. Also hat Wanda daran gearbeitet. Ist halt, manchmal, wenn ich dann gesagt habe, okay, ich spiele mal hier am Monitor, bla. Was in aller Welt machst du denn hier drin? So, und jetzt durch das Streaming ist es halt nochmal ein bisschen verstärkt. Dann nutze ich mal die eine und dann die andere. Aber nicht, damit du so etwas abziehst. Ich? Was genau glaubst du denn, was ich hier mache? Tu nicht so, das steht dir nicht. Ja, die Switch kommt bei mir leider viel zu kurz. Finde ich eigentlich schade, weil die hat echt coole Games, aber na. Du weißt, wie ja, und die Xbox, die... Ist. Ja. Aber du hast entschieden, noch Salz. Ja, die steht halt. Also... Sarah, ich würde nie... Daran habe ich hier nie gedacht. Also vielleicht mit Starfield. Vielleicht. Warum sollte ich dir auf dem Weg stehen? Ich habe immer noch glücklicherweise einen Ultimate Pass. Den hatte ich mir, bevor diese Sperre mit diesen 1-Euro-Dingern kam, noch geholt. Die Wut war nicht gegen dich gerichtet, das weißt du, ja? Halte es Sarah nicht ja. vor. Sie verbirgt bei mir nicht anders. Aber du weißt, dass sie mit dem kämpft, was passiert ist. Warum versteckst du dich vor ihr?
Bei den meisten Menschen wachsen die Entscheidungen. Boah, weiß ich gar nicht. Eins, zwei, oder drei. Sarah und ich haben jahrhundertelang ja, vier. Diese Welt ja, ich habe immer wieder welche bekommen, also sowas nicht. Also bei jeder Vorbestelleraktion konnte ich eine bekommen. Und alles gemeinsam das war eigentlich schon immer ganz praktisch. Du hast meine Frage nicht beantwortet. Es ist schwer zu verstehen, aber sie braucht diese Zeit. Ja, als ich 14 gespielt habe, intensiv, war die PS5 auch aus. Und aufwendige Schrein. Ja, jetzt ist es halt immer unterschiedlich. Zu begraben, was passiert ist. Aber es ist auch zeitbedingt. Also ich habe jetzt abends so, ja, so 2 Stunden. Ich verstehe das nicht. Weil irgendwann muss man auch was essen, man muss auch noch unter die Dusche. Eventuell auch mal einen Blick in die Nachrichten gucken. Und ja, und morgens dann halt 1-2 Stunden. Sehen wir uns wieder. So, und das war es dann halt auch. Ich vertraue darauf, dass du das Richtige für Sarah tun wirst. Also, wonach suchst du hier? Und solange man das ja aus Jux und Dollerei macht, denke ich mal, sind 3-4 Stunden am Tag schon äußerst viel, wenn es um Streaming geht. Könnt ihr auch sagen, ach, ich habe gar keinen Bock und spare mir den Strom. Sogar dir? Sogar mir. So, mal gucken, wie weit er jetzt ist. Ja, gut, bei 50% schon, ne? Ordentlich. Aber dass das Spiel schon so groß ist, schon über 90 Gig. Da bin ich echt mal gespannt drauf. Da sie ein schlaues Mädchen ist, sind ihre Notizen. Ich habe auf dem kleinen Handheld ja, Elden Ring gespielt. Die ich gerade erst zu verstehen beginne. Das war schon sehr fett. Den ersten Eintrag. Ja. Wann das Tagebuch lesen? Ich muss zurückbringen, was ich von meinem Tag genommen habe. Der Schaden, den ich verursacht habe, kann nur rückgängig gemacht werden, wenn alle Elementarstäbe zurückgebracht wurden. Okay. Klar, es erscheint immer noch etwas kryptisch, aber Wanda war definitiv an etwas dran. Du erinnerst dich an meinen Altar? Er war der Schauplatz ihrer Experimente. Eine Untersuchung, die Experimente beinhaltet? Warum habe ich das Gefühl, dass du mich in Schwierigkeiten bringen wirst? Ist im Prinzip genau das Gleiche, bei mir nur ein bisschen zeitversetzter. Seit wann ist das ein Hindernis für dich? Treffen wir uns draußen vor dem Altar. Ich werde versuchen, von dort aus besser zu erklären. Allerdings, ja, Frau Kind, ja. Allerdings, logischerweise schon ein bisschen älter. Ja. Ja, IT-Mensch kenne ich. Ich habe einen Bekannten, der macht das auch. Der muss dann auch immer Tag und Nacht so ungefähr abrufbereit sein, ne? Hopp, 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 hopp. Oh ja, das nicht lesen, das war alles irgendwie, ja. Mann. Ja, der Bestand darauf, das Gemälde von hier. Ach, Mann. Kann man alles später nochmal lesen. 1710, da hatten wir noch Kaiser. Gemälde können aus dem Rahmen entfernt werden. Nö. Wollen wir nicht. Können da drinnen bleiben. Oh. Toll, epische Truhe und ich habe keine Schlüssel. Oh, ein Schmutz. Wo soll ich denn jetzt hin? Da hinten, nee. Gemeinschaftsraum. Da ist Magic. Super aggressives Altar. Der ist bestimmt draußen irgendwo. Okay, okay. Viel Spaß. Na, Charlie, wo geht's hin?
läuft aber auch komisch, der Köter. Ja. Achso, ja, ja, hier waren wir ja schon, genau. Da ist ja der nächste Schrein. Wie bei fast allem hier steckt auch hinter diesem Ort mehr, als man denkt. Erinnerst du dich an die Worte, die ich dir als Kind beigebracht habe? Oh, muss ich sie wirklich aufsagen? Tu einer alten, toten Frau den Gefallen. Entschuldigung. Hokus Pokus. Ach, du hast es nicht verlernt, Liebes. Die Worte mögen simpel sein, aber diese Sockel zeigen sich nicht jedem. Jeder repräsentiert eins der Grundelemente, deren Kraft nur durch die Elementarstäbe aktiviert wird, die normalerweise darin enthalten wären. Und wo sind diese Elementarstäbe jetzt? Leider in alle Winde zerstreut. Eine Nebenwirkung von Wanders Experimenten hier. Lass mich raten. Ganz recht. Ich möchte, dass du die fehlenden Stäbe findest und sie herbringst. Wenn ich Wanders Tagebuch entschlüssele, werden ihre Notizen hoffentlich bei der Suche helfen. Aber du hast mir nicht gesagt, was der eigentliche Zweck ist. Weswegen machen wir das alles hier? Alles zu seiner Zeit, Liebes. Nach dem, was mit Wanda geschehen ist, solltest du es langsam angehen lassen. Denk bitte nicht zu viel über dieses kleine Projekt nach. Wir haben keine Eile. Und schwamm drüber, wenn es dir nicht gefällt. Ja, da bin ich mal echt gespannt, wie das gleich aussehen wird. Zurück in die Bibliothek gehe. Ein Arcana-Schlüssel? Nur eine Kleinigkeit als Anerkennung für deine bisherigen Bemühungen. Der Schlüssel öffnet die Truhe in deiner Nähe. Wie so viele andere Merkwürdigkeiten hier, neigen diese Truhen dazu, vor denen zu erscheinen, die sie am meisten verdienen. Ach, schon 11. Oh Gott. Das scheint absichtlich vage zu sein. So macht es mir Spaß. Ich bin in der Bibliothek und arbeite an den Übersetzungen, wenn du mich brauchst, Liebes. Viel Glück. Oh, sehr schön. Ein Arkan-Schlüssel, sehr schön. Nee, ich will die nicht. Ich will die epische haben, nicht die einfache. Blödische epische Truhe jetzt. Ach, da hinten. Bin mal gespannt, ob ich die schon aufmachen kann. Truhenschlüssel mit Arkanschlüssel. Nie ein langweiliger Moment. Du hast vorhin etwas über die Blatt gesagt. In einer Welt voller Geheimnisse. Sie waren ein uraltes Volk. Geboren aus den Urgöttern, heißt es. Meinem Verständnis nach haben sie ihre Blutlinie sehr strikt bewahrt. Aus diesem Grund hört man vermutlich nicht oft von ihnen. Und doch bist du hier, einer ihrer direkten Nachkommen. Gibt es noch andere? Durchaus möglich.
Aber auch wenn es sie gibt, wissen sie es vielleicht nicht einmal selbst. Irgendwie tröstet mich das. Was sie nicht wissen, macht sie nicht heiß. So ist es. So, pop, 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 pop. So, also der Weg ist so lang, wo er geteert, damit ich hole. Ja. Ja, da habe ich glücklicherweise schon vor Ewigkeiten mit aufgehört. Sagen? Manche Menschen sticht der Hafer und die Lust auf Abenteuer muss einfach befriedigt werden. Ich gehörte dazu und wander auch. Caretaker nicht so sehr. Aber bei dir erkenne ich es wieder, Hunter. Du hast also ihre Erkundungen unterstützt? Aber natürlich. Warum auch nicht? Was nützt uns unsere Macht, wenn wir unsere ganze Zeit in diesen Mauern verbringen? Was wäre das Schlimmste, das passieren könnte? Da bin ich auch überfragt. Was weißt du über die Mondsiegel? Angeblich von den Göttern selbst geschmiedet. Ich glaube, ein Mondsiegel ist sowohl Schloss als auch Schlüssel. Setzt die richtige Person die richtige Kraft ein, wird die Energie des Siegels freigesetzt und erschafft eine Verbindung zu den Urgöttern. Bin ich diese Person? Noch einer der Vorteile, wenn man von dem Blatt abstammt. Was natürlich hier bei dem Game auch ganz cool ist, ist halt die Hintergrundgeschichte. Nach unserem letzten Kampf, was ist da mit Lilith passiert? Du warst im Wald. Es kam offensichtlich zu Handgreiflichkeiten zwischen dir und deiner Mutter. Auch wie die Charaktere keine Wunden, keine Hinweise darauf, miteinander verknüpft sind und so. Das ist schon echt cool gemacht. Eine stumme, hab's bisher nur mit Alkohol geschafft, aber irgendeinen Sinn braucht man ja noch. Wir hofften, ihr würdet Frieden im nächsten Leben finden. Nee, mit Rauchen musste ich damals aufhören. Da dran. Nein, ja. Wir haben sie den Rittern von Wondergore anvertraut. Den musste wegen der Geschichte ins Krankenhaus und der Arzt dann gesagt, okay, nicht mit einer Organisation wie Hydra muss sofort aufhören mit Rauchen. Nee, relativ schwere Entzündung im Körper hatte. Huch. Was soll jetzt mal wieder tun weg? Woher kamen die Worte der Macht? Und er sagte auch, also dass Rauchen halt die Entzündung gefördert hätte. Ja. Doch sie sind aber waren, also die Abgewöhnungszeit bestimmt gut 4-5 Jahre, bis ich raus war. Und Caretaker hat die Worte auch genutzt? Da war ich auch froh. Sarah hat die Worte der Macht auf dem Abteigelände genutzt. Genau wie du heute. Viele der Bereiche, die du siehst, scheinen empfindlich. Ah, es ist halt echte Kopfsache, also. Das ist das Ergebnis von Sarahs vielen Aktivitäten. Da hast du auch teilweise, also ich hatte das zumindest, dass ich mich dabei erwischt habe, morgens aufgewacht und wirklich Albträume gehabt, dass ich geraucht hätte. Und dann musste ich erstmal gucken, ah nee, das war nur ein Traum. Das ging also wirklich viele Jahre, also wie gesagt 4-5 Jahre. Und von einem Tag auf den anderen komplett aufgehört. Also das ist das ja. Die anderen, ja, ich mach mal jetzt nur, was weiß ich, jeden Tag 10 weniger oder was weiß ich, das ist voller Quatsch. Ich sag, damit wird es auch nicht weniger.
Und vor allen Dingen spart eine Menge Geld. Ja. Also ich habe das bei mir selber gemacht. Ich habe mir einfach eine offene Schachtel in den Schrank gelegt, wo ich jeden Tag hin musste. Und sobald ich den Schrank aufgemacht habe, lag die da und habe die gesehen. Und im Prinzip dem zu widerstehen, an den Schrank zu gehen und die rauszunehmen, das war so meine Selbsttortur. Und ich habe am Tag 40, 50 Zigaretten geraucht. Ja. Hatte auch jemanden im Krankenhaus, der war ziemlich viel mit Krebs übersät, würde ich es mal vorsichtig nennen. Der durfte auf keinen Fall rauchen. Und jedes Mal wieder haben sie den erwischt. Dann hat er bei irgendeinem anderen Insassen Zigaretten geholt. Dem war nicht zu helfen. Da war aber auch der Krebs schon so weit, ob der geraucht hätte oder nicht, das war sowieso. War denn halt, ups. Zack. So. Oh, ist gleich fertig. Juhu. Ja, und bei Alkohol, da ist auch gar nichts mehr. Also vielleicht mal Silvester ein Glas Sekt, ja. Das ist wirklich alles. Gar nichts mehr. Aber irgendwann will man auch nicht mehr. So, was soll ich denn jetzt eigentlich machen? Bibliothek, Schmiede, Hunter. Das braucht ihr ja noch einen Tag. Hier kann man denn auch Sachen fertigen und verbessern. Das dauert aber tatsächlich immer einen vollen Tag, bis die verbessert sind. So. Geht's denn jetzt hier weiter? Ach, ich glaube, ich gehe erstmal. Caretaker. Ghostwriter. Soll ich ihn jetzt hier hin? Ist das wieder ein Schmutz? Ach, ich geh mal hier hin. So. Gucken wir mal, ob wir uns eventuell ausruhen können. Das war verkehrt, hier wollten wir nicht hin. Was ist denn jetzt hier blöder Raum hin? Das ist das Portal. Ach, hier hinten. Genau. Schlafen sollte sie ja. Da bin ich mal gespannt, wie das gleich aussieht. Du sein? Ach, da ist sie ja. Ist schön, dein Gesicht nach all diesen Jahren wiederzusehen. Kennt man ja aus Diablo, da ist sie ja auch die Dämonenkönigin. Hier ja auch. Also. Genug der Täuschung. Zeig mir deine wahre Gestalt. Das ist meine wahre Gestalt. Wie damals, als du ein süßes, hilfloses, kleines Baby warst. Du erinnerst dich nicht, oder? Ich schon. Deine Geburt war der glücklichste Moment meines Lebens. Dich von der Welt zu tilgen, wird meiner sein. Hat er ganz vergessen, habt es aber jetzt nachgeholt, habt ihr denn jetzt auch den Follow dagelassen? Aber ich hätte wissen müssen, dass meine Schwester... Dachte, ich hätte das schon längst gemacht, aber... Ne. Irgendwo muss das untergegangen sein.
Meine Prüfung mit den Urgöttern. Woher weißt du das? Ich hörte, wie du Oshtur anriefst. Und ich bin nicht die Einzige. Irgendwie Warte, springt er immer im Netzwerk hin und her. Wo hast du? War das wirklich sie? Kurios. So. Na, gucken wir mal, was Toni macht. So. Das ist doch Nico. Oh, hallo. Da vorne ist er. Hey, ich hätte da eine Bitte. Leben von Superhelden ist kompliziert. Manchmal brauchen sie deinen Rat oder bitten dich sogar um einen Gefallen. Hilf Helden bei ihren Problemen, lasse dich dafür belohnen. Danke, Hunter. So, jetzt kann ich denen so ein bisschen irgendwas erzählen und davon kriege ich auch noch was. Ah, ist ja auch nicht schlecht. Kampfflieger mag für Amateure zu komplex sein, aber da haben sie die Rechnung ohne mich gemacht. Dank der Hilfe von Central kann ich die Babys in Windeseile entschlüsseln. Das liefert uns wertvolle Einblicke in Hydras kranke Denke. Entschlüssel den Infospeicher. Was sagen die neuesten Informationen? Tony bekommt alle Anerkennung für das Ding. Aber stell dir nur mal vor, wo wir jetzt ohne Ada Lovelace wären. Okay. Jetzt, wo die Daten entschlüsselt sind, sollten wir von dem Gelernten Gebrauch machen. Sieh dir die Liste der Heldenmissionen auf Central an. Ich glaube, das kriege ich hin. Wen schicken wir auf Einsatz? Achso, da ist sie. Ah, okay. Ach, jetzt kannst du die auch noch losschicken. Okay. Ja, das ist ja auch nicht schlecht. Held ist beschäftigt. Ja, das ist ja echt cool. Aber im Prinzip genau wie bei. Spann mich nicht auf die Folter. Wie gefällt dir die Bibel? Auf jeden Fall. Schlaf gut. Viel Spaß. Bis das nächste Mal. Horido. Aber ich bin immer noch irritiert. Ja, hier kann man tatsächlich wie bei Dragon Age die Leute auch auf Unternehmung schicken. Wann habe ich es dir je einfach gemacht? Du hattest deine Momente, aber genau das ist mein Punkt. Also schon was mir dieser Ort und sie bedeuteten. So, mal gucken. Und du hast es trotzdem getan. Okay. Ich hätte gewartet, wenn ich gewusst hätte, dass es dir so viel bedeutet. Ich wollte dir nicht trotzen oder dich verletzen. Verletzen nicht. Trotzen vielleicht. Aber ich weiß, dass ich dir Dinge verschwiegen habe, die passiert sind. Immerhin reden wir jetzt miteinander.
Schweigen würde es nur noch schlimmer machen. Du hast recht. Es gibt Wichtigeres, um das wir uns Sorgen machen sollten. Wie dieses grässliche Alien, das gerade Spider-Man foltert. Er hat sein Leben ohne zu zögern für uns riskiert. Wir schulden ihm viel. Da ist sich endlich einmal das ganze Team einig. Wir müssen nur noch Venom finden. Ich würde einfach seiner Schneise der Zerstörung folgen, aber vielleicht gibt es noch einen Weg. Wir werden uns etwas einfallen lassen. Lass den armen Spider-Man jetzt nicht zu lange warten. So, dann gucken wir mal. Was haben wir denn alles? Technische Daten, da haben wir es doch. Geht jetzt darum, mal rauszufinden, ob wir eventuell mit dem USB-Anschluss was anderes machen können. Es ist eine Menge, aber das wird schon. Das hätte ich mal alles gestern erfragen sollen. So, wie weit ist er denn jetzt? Oh, gut. Ganz klar noch einen Blick. Ich würde mal eben reingehen. Jetzt bin ich echt mal gespannt. Kleiner Augenblick. Ich mach mal das Mikro an. Okay, also das sieht schon mal echt gut aus. Also muss ich ehrlich sagen. Klar ist natürlich jetzt sehr klein. Aber dafür, dass es halt eigentlich ein Spiel für den PC ist, unterstützt auch die Touch-Funktion. Und sehr, sehr cool. Läuft jetzt auch im Fenstermodus. Oh, es ist natürlich schon sehr klein, da brauche ich doch mal die Brille.
Lastlosen Einstellung. Ach. Das ist natürlich echt jetzt Kacke. So, Tastleisteneinstellung. Muss das mal eben. Oh. Nimm. Mach das doch mal. Natürlich jetzt ein bisschen doof. So. Taskleiste automatisch ausblenden. Ja, okay, gut. Zack, zack. So, jetzt muss ich erstmal. Wie kann ich denn das machen? Nee, das ist verkehrt. Das ist echt kurios. Ich will halt das Spiel im Vollbildmodus machen. Und komme natürlich da nicht ran. Jetzt muss ich mal eben gucken. Das muss ich nochmal richtig einstellen. Also das ist. So. 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 Das ist nervig. Das ist echt. Sorry, ich würde ja gern weiterspielen. So, man kann einen neuen Desktop machen. Ja, ich will aber, dass das halt im Vollbildmodus ist. Achso, vielleicht. Ah, ich glaube, ich weiß sie. Ich probiere mal was anderes. So, jetzt machen wir das mal so. Das kommt weg. Achso. Einstellung. Man konnte ja genau. Okay. Eigentlich sollte das Ding ja auch die Taskleiste ausblenden können, automatisch, aber irgendwie will er das gerade nicht.
Aha. Okay, das war's, glaube ich. Vielleicht. Ja. Das ist höher. Ja, so, jetzt habe ich das so einigermaßen hin. Ist natürlich alles sehr klein, aber das Bild ist wirklich super. Also es ist schon sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also. Wirklich nice. Jetzt bläst er natürlich auch ordentlich heiße Luft hier raus. Also da muss man schon. Oh, oh, oh. Jetzt kommt aber richtig Hitze. So, wollen wir mal gucken, was er hier für einen Betriebsmodus hat. So. Ja, da geht die GPU schon auf 80 Grad hoch. Gucken wir mal, Betriebsmodus. Da geht die CPU. Ja, ey, da ballert das Ding aber richtig. So, und im Turbo-Modus haben wir 30 für die CPU und fast 100 Grad, also 100% Leistung für die, ich wollte gerade sagen. Aber Temperatur ist halt bei 93 Grad. Das möchte ich dem Gerät jetzt dauerhaft nicht zumuten. Ah, das wird schon ganz schön heiß, ja. Sollen wir mal eben hier rüber gehen? Ja. Also jetzt, na, da hat sich irgendwas verschluckt. Gut. Merkt man auch sofort. Ja. Das war ganz schön am Rumpeln. Also es muss wahrscheinlich doch tatsächlich so sein, dass man die geforderten Updates schnell aufmacht. Ja.
Und Hunter, mein zweitliebster Superhelden-Zombie. Wer ist so hat man denn Tony, nach nur 2 Stunden Schlaf. Also der wurde schon echt ganz schön heiß. Die Frage ist, wie lange hält das Ding das durch? Also 100 Grad ist schon viel für ein Handheld. Ich meine, okay, ich habe jetzt auch einen Turbo-Modus gemacht, aber ich habe das Spiel nicht lange angehabt. Und das war ja nur Full HD. Ich werde natürlich mal gucken, ich habe jetzt noch keine Einstellung gemacht. Was auf Bezug auf Frames und so weiter, da hatte ich, glaube ich, jetzt auf unbegrenzt gemacht. Das sollte man nicht machen, dann brennt der auch nicht so hoch. Ich glaube, 120 Frames hatte ich eingestellt. Das ist natürlich sinnlos. Werde ich gleich mal gucken. Erzähl mir von dir, Carol. Was denn genau? Genau, da kommt gleich Crate schon wieder. Einstellung. Achso, ja, ich will das ja gar nicht bearbeiten. Ich will ja er soll mir ja die Frames geben. So. Aura Sync. Effekte aus. Wir wollen keine, wir brauchen keine. Kostet alles nur unnötig. Stromzeit, Quatschi, Bopsi. Ja, da ist es natürlich. 120 brauchen wir nicht. 30. Nee, 60 brauchen wir auch nicht. Gehst du mal runter? Nee, er will doch nur. Okay. Er wollte also 120 Frames in jedem Fall. Da ist natürlich klar, dass er dann halt Air Force Pilotin. Ich habe dementsprechend dann halt dann kam das Raumfahrtprogramm. Hochschwebt. Damals war ich noch komplett menschlich. Du bist nicht komplett menschlich? Nicht seit ich echten Aliens begegnet bin. Es gab einen Unfall mit Alien-Technologie, die meine DNA umgeschrieben hat. Jetzt bin ich halb Kree. Von den Kree habe ich noch nie gehört. Hatte ich auch nicht. Sie haben ein Imperium im All. Die gibt es sogar noch länger als dich. Verrückt. Ja, das Einzige ist natürlich, wenn man die kleine Tastatur hat. Dann trifft man die nicht ganz so häufig. So, wie bist du Captain Marvel geworden? Wie ist aus Carol Danvers Captain Marvel geworden? Das heißt Marvel. Während meiner Zeit im Raumfahrtprogramm geriet ich in einen Konflikt zwischen außerirdischen Spezies, Kree und Skrulls. Ich kam einem Gerät namens Psyche Magnetron zu nah, das mich völlig veränderte. Ein Kree-Soldat namens Marvel fühlte sich verantwortlich und nahm mich unter seine Fittiche. Er war selbst ein Held. Also man kann das Ganze wirklich Seite an Seite. Sie komplett über aber ich nahm den Namen Captain Marvel als Touch bedienen an, wofür sie stand. Jetzt habe ich ihn zu meinem eigenen gemacht. Guck mal eben. Ja. Ja. Ja, wie mächtig bist du überhaupt? Deine Stärke vermag ich kaum zu fassen.
Mit diesem ganzen Gamma-Irrsinn, der Banner in Bannerform hält, bin ich der mächtigste Avenger der Erde. Als Thor merkte, dass der Hulk eine Klasse für sich war, war er nicht begeistert, Dritter zu sein. Er fordert mich immer noch zum Armdrücken heraus und verliert. Er ist etwas friedlicher, seit ich ihn Asgards mächtigsten Avenger nenne. Was glaubst du, wie mächtig du bist? Wenn jemand meint, wir müssen die schweren Geschütze auffahren, meint er mich. Aber sagt das nicht vor Bruce. Der Hulk ist natürlich unfassbar stärker. Aber er hat nicht meine Präzision, Geduld oder Verlässlichkeit. Zumindest meinte Bruce das. So viel Macht. Und doch steigt sie dir nicht zu Kopf. Manchmal werde ich übermütig. Aber ich nehme nichts davon als selbstverständlich hin und vergesse nie, woher ich komme. Arroganz ist, als würde man den Nachbrenner mit ausgefahrenen Rädern zünden. Ja, wollen wir betreten. Erzähl mir von den Avengers. Klar, was willst du wissen? So, muss ich mal eben kurz gucken, wie man hier muss jetzt mal gucken, wie man steuern soll. Aber das ist Aura. Ich will nicht Aura, ich will Crate haben. Okay. Okay, Y ist springen. So. Nun ja, gut.
So, es ist ja also wirklich. Ja, es ist natürlich sehr klein. Aber es funktioniert. Das ist schon mal die Hauptsache. So. Jetzt haben wir das denn halb. Okay, also wir haben ja jetzt. Klar, wir haben jetzt auch ein bisschen geschlust. Ich habe ja ein bisschen rumgespielt hier. Einstellung. Gucken wir mal. Updates. Wie lange bist du schon bei den Avengers? Über 10 Jahre. Kaum zu glauben. Wir waren so mit all den Krisen beschäftigt, dass man nicht bemerkt, wie die Zeit verfliegt. Nach meiner Zählung habe ich knapp 20.000 Kaffee getrunken, ohne die, die ich vergessen habe, zu erfassen. Was denkst du von den anderen Avengers? Ich bin aus gutem Grund dabei. Ich glaube an das, was wir tun. Das tun wir alle. Tony kann etwas brüsk sein, aber er gibt immer alles. Er und Banner waren wie Katz und Hund, aber das scheinen sie zum Glück abgelegt zu haben. Und niemand kann besser mit einem mystischen Gegner umgehen als Dr. Strange. Er ist im Moment ein bisschen durcheinander, weil er aus seinem Zuhause vertrieben wurde. Aber das wird schon wieder. Glaubst du, dein Team wird mit den Midnight... Teampolitik ist nichts für mich. Ich... Sehen das alle, Event? Kein Kommen. Danke, Carol. Immer gerne. Und schau doch rein, wenn du mal Zeit hast. Ich denke darüber nach. Natürlich. So, wen haben wir denn noch? Ja, eigentlich gar keinen, ne? Haben wir noch irgendeinen Helden, zu dem wir gehen könnten? Nö, ich denke mal, wir gehen jetzt erstmal... zurück in die Haie. Mal gucken. Ne, wir können nicht schlafen gehen. Irgendwo müssen wir hin. Irgendeiner will was von uns. Kann ich die Brille auch wieder abnehmen? Das ist das Einzige, was echt störend ist an der Gleitsichtbrille. Also, das geht nicht so gut, wie ich mir das vorgestellt habe. In Fortnite zum Spielen. Oh. Marvel, dann kriegen wir hier bestimmt auch ein Fenster. Oh, was ist denn das? Faszinierend. Kommst du da? Die nächste Tabu-Karte. Elektrische Energie entlädt sich am Tor, während er mal mehr springt. Die Karte verkörpert große Tapferkeit und den Mut, das eigene Schicksal selber in die Hand zu nehmen. Okay. Na, ja, schon wieder irgendwas. 1700, schieß mich tot. Ein Elementarstab. Ich sollte ihn zum Altar bringen.
Magie ist noch da. Vielleicht sollte ich das woanders probieren. Was hatte Wanda hier vor? Ja, auf jeden Fall braucht man die anderen beiden Teile vom Altar noch. Also Wind und Feuer haben wir schon. Ja, vielleicht ist noch Wasser und oder Eis und Erde oder so. Sowas. Irgendwo muss ja der Rest sein. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Da hatten wir eine Truhe. Da hatten wir auch eine Truhe. So, das Ding installiert jetzt erstmal hier. Ja, also so geil ich das Teil auch finde, also 100 Grad für ein Handheld ist natürlich nicht unbedingt gut. Der wurde echt heiß. Ich meine, okay, die 120 Frames sind natürlich auch völlig überzogen. Das ist quatschig und also am besten ist irgendwie so zum, ja, also ich würde das für 14 nur nehmen, für die, meinetwegen jetzt für die Handwerker oder so. Huch, upsi pupsi. Ja, man merkt, also ich bin wirklich müde. Ich habe auch wenig geschlafen die letzte Nacht. Halt sehr unruhig. Aber immerhin bin ich mit der 11. Staffel von One Piece fast durch. Das ist schon mal gut. Wurde auch Zeit. Aber wenn ich überlege, wie viel ja, Müllzeit eigentlich dabei ist. Also erstmal diese ganzen sinnlosen Folgen, die total quatschig waren. Oder in irgendwelche, ja, da sind die mit einmal in irgendeinem Dorf. Hat überhaupt nichts mit der Story zu tun. Irgendwo dann im Mittelalter Japans. Dann wieder nicht, dann wieder zurück, dann wieder doch. Und ja, wo sind wir denn hier? Oh, Autotüte. Sehr schick. Entschuldigung. Aber ja. Okay, wie haben wir denn jetzt auf der Uhr? 1,5 Stunden, ja, ich denke mal. Das ist auch genug für heute. Ja, ich habe jetzt nicht viel gemacht. Den einen Auftrag hier. Ein bisschen durch die Gegend gucken. Meiste über Zeit war ich natürlich mit dem Ellie beschäftigt. Oh, kann man hier? In den Keller können wir. Aha, guck mal, ein Schlüssel. Rätselgegenstand, jawohl. Ach ja. Oh Mann. Ja. Trockene Leere. So.
Neustart zur Wahrung der Gerätesicherheit. 4 Minuten. Ja, machen wir jetzt mal Neustart. Ja. So. Nun gut. Also, ich werde mir jetzt noch was zu essen machen und dann haue ich mich auch ins Bett. Danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, morgen noch ein bisschen mehr Info zum Rock Alley. Ich werde ihn jetzt also wirklich so ein bisschen auf Herz und Nieren die nächsten 14 Tage testen. Ja, und dann schauen wir mal. Vielleicht mache ich darüber auch mal einen Stream. Ich weiß, dass es geht. Ich habe schon einige damit gesehen jetzt. Und weil das ja nichts anderes als ein kleiner PC ist. Das Einzige, was mich echt wundert, ist, wenn da natürlich die externe Karte dran ist. Das entlastet das Gerät natürlich wahnsinnig. Und ich denke mal, das soll auch der Sinn und Zweck dahinter sein. Weil die genau wissen, dass die Leistung auf Dauer dem Gerät nicht unbedingt gut tut. Allerdings eine externe 4090 an einem USB-Gehäuse, beziehungsweise hier in dem Port-Gehäuse, die wird sicherlich einiges kosten. Aber, ja, dafür hat man dann halt schon, ja, einen sehr guten Rechner dann halt. Ne? Und man hat halt die Option, auch am Monitor das zu machen. Da hoffe ich ja, dass der Adapter bald kommt, wo der HDMI-Anschluss drin ist. Oder ob eventuell HDMI auf USB-C auch geht, dass man das jetzt schon machen kann. Ich traue mich einfach noch nicht, bin ich ganz ehrlich. Weil ich habe da so meine Zweifel. Ich denke mal, dass der USB-Anschluss hier nur für den Strom ist. Das muss ich aber mal gucken. Gut, ansonsten schönen Abend. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen früh oder morgen Abend. Tschüss.